Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zu Field of Glory Empires, dem neuen Strategy-Game aus dem Hause Slytherin. Entwickelt wird das Ganze von H.O.T. und das Spiel präsentiert sich hier in seiner ganzen Pracht mit der neuen H.O.T. Engine. Und ja, den Entwicklern ist hier wirklich ein ganz, ganz sympathisches Spiel und ganz tolles Spiel gelungen und wirklich auch sehr herausfordernd, muss ich wirklich sagen. Also ich fühle mich hier nicht sicher oder so. Also besonders jetzt hier im Early Game, man hat ja eigentlich von Anfang an Dampf, ne? Also, meine Herren. So, dann schauen wir mal, was die Ergebnisse des letzten Zuges jetzt hier hervorbringen. Ein Gesandter ist eingetroffen. Die Bakit-Familie hat einen Gesandten in Richtung Mauretanien geschickt, um die Beziehungen der zwei Länder zu stärken. Es wurden auch 140 Geld in der Form von Juwelen, Sklaven und Kunstwerken angeboten. Wie sieht's denn jetzt hier aus mit einer Kooperation? Das ist doof. Ich bin das irgendwie so anders gewöhnt. So. Okay, hat sich das ein bisschen verbessert? Ja. Nicht wirklich viel, ne? Also. Das kostet uns einfach nur einen Haufen Asche, aber irgendwie wirklich viel bringen tut es eigentlich nicht. So. Mauretanien, gerade irgendwie auf dem Schlauch, da will ich doch gar nicht hin. Hier will ich doch hin. So. Zwei Runden, na krass. Ach shit, hätte ich dann doch besser die Hopliten hier ausgebildet. Okay, das ist natürlich jetzt hier eine Vollkatastrophe. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier erstmal diese Dinger durch. Richtung Numidien. So. Gesandte sind auch hier eingetroffen und auch hier hat die Bakit-Familie Gesandte in Richtung Numidien geschickt, um die Beziehung der zwei Länder zu stärken. Es wurden auch 330 Geld in der Form von Juwelensklaven und Kunstwerken angeboten. Ja, nu, sag einmal. Okay, wie sieht's denn jetzt hier aus mit der Kooperation? 31%. Ich würde gern kooperieren. Kommt, Kinners. Anda. Kämpfe sind zwischen Sardin und Karthago ausgebrochen. Wie bitte? Eine andere Nation hat uns den Krieg erklärt. Kämpfe sind zwischen... Oh, okay, das habe ich gerade schon vergessen. So, da ist es doch jetzt mal gut, dass wir hier Truppen haben. Mein lieber Herr Gesangsverein. Aber das reicht natürlich nicht. Das reicht natürlich nicht. Was haben wir denn jetzt hier? Okay. Ja, Söldner-Hopliten stellen wir hier auf. Ah, Kavallerie. Was ist das denn? Cool, ey. Das sieht ja geil aus. Okay. Hast du hier auch noch nächste Runde? Nee, Schütze. Ja, das liegt dann halt an den Kosten hier, ne? Da, ja, von den Ausrüstungsgegenständen. Okay, wir machen weiter. Hafen wurde in Baetis gebaut. Das ist schön. Gehen wir mal in die Region rein. Keine Palisaden. Wir können hier ziemlich schnell bauen. Das ist eigentlich eine ganz entwickelte Provinz. Wir können nichts bauen, was keinen Bauplatz, doch ein Monument, und es fördert die Kultur. Ausrüstung ist eigentlich am wichtigsten. Söldner Rekrutierungszentrum. Das muss unsere Bastion hier werden auf der Iberischen Halbinsel. Wir werden auch hier mal die Truppen zusammenfügen. So, zusammenführen und dann das anklicken. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Zwei Runden. Nächste Runde. Weil der weniger Ausrüstung braucht, ne? Machen wir mal so. Das ist schwierig hier. Ich warte noch mal eine Runde. Die Laufgefahr jetzt hier, das zu verlieren, ist natürlich eine Katastrophe ist, aber wir holen uns das zurück. So, weiter geht's. Holzbearbeitung wurde in Sardinien abgeschlossen. Okay. Das kostet
kostet Gold, das will ich nicht. Salz fehlt. Der Garumladen. Bonus von 2 Nahrung. Wie viel Nahrung haben wir denn hier? 9, das ist natürlich... die Farm... Wir können ja schon mal gucken, was die hier so am Start haben. Blei und Kohle. Vielleicht ist der Krieg nicht das Schlechteste, was uns passiert ist. Was ist denn das hier? Achso, okay. Warum ist hier diese Armee weg? Oder ist die vom Fog of War hier verdeckt? So, jetzt müssen wir hier mal Ordnung reinbringen. Und zwar das zusammenführen, das zusammenführen, das. So funktioniert das. Okay. Was mich auch interessieren würde, blockieren wir eigentlich den Hafen, wenn wir hier reinsegeln? Könnte ich mir doch vorstellen, ne? Wir zeigen hier mal Präsenz. Hier marschieren wir an die Grenze. Wir haben jetzt minus 3 Metall. Das ist eine Katastrophe, ne? Das ist eine Katastrophe. Also erstmal Truppen jetzt rekrutieren, die Metall brauchen, geht gar nicht mehr. Geht aber auch so. Kostet nur Geld. Das ist nicht das Problem. Was ist da der Unterschied? Ah ja, die haben mehr. Cool. Nehmen wir mit. Also wir müssen aufpassen. Lassen wir mal so. Ich habe viel in die Diplomatie gebuttert und ob das alles so fruchtbar ist, weiß man auch noch nicht, ne? Aber jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus. Also das macht mir hier schon noch ganz massive Kopfschmerzen hier. Okay, wir gehen mal hier in die Übersicht und planen jetzt mal unsere Gebäude. Wir werden auf jeden Fall vor Release, also vor dem 11., werden wir auf jeden Fall noch eine Folge machen, wo wir die Taktikgefechte kämpfen. Ich wollte nur einfach auf irgendein schönes Gefecht, also ein bisschen größere Schlacht nehmen. Oder eine extrem wichtige oder so, müssen wir mal schauen. So, was bauen wir jetzt auf Sardinien? Lass das nochmal offen. Scepter, kann man das verschieben? Ist das hier? Hui. Astrom-Elefanten-Idei. Produziert Elfenbein. Hm. Sehr cool. Was? Ja, aber wer braucht denn Elfenbein, ne? Das ist ja die Frage. Bedürfnisse Eisen, Handel erforderlich. Boah. Es braucht zwar Geld, aber scheiß drauf, ey. 11 Metalle. Ofen. Wir brauchen halt Kohle haben wir schon, ne? Wir brauchen dann nur noch Eisen. Kohle haben wir. Kriegen wir von da. Fehlt dir hier? Boah. Fehlende Handelsgüter. Die Handelsreichweite ist halt so enorm. Ich würde. Ja, das kannst du, glaube ich, vergessen, ne? Ja, ja. Ich guck mal weiter hier, bevor wir jetzt hier. Bauen wir nicht hier? Wir bauen hier einen Schmied, der dauert aber auch noch. Intrinsische Produktion 5. Naja, das ist. Also, das geht gar nicht anders. Brauchen da die. Oh, 15 Runden.
Alter Vater, ey. Wir bauen erstmal das hier um die Gesundheit. Das dauert nur eine Runde und kostet uns keinen Platz. Allerdings Infrastruktur. Kühler. Produziert Kohle. Kam bereits aus Catena. Ja, aber wenn wir das nicht importieren müssen, ist ja nicht so verkehrt. Wir bauen das erstmal. Aber da kriegen wir unser Metall her. Das dauert aber noch ewig, bis wir das bauen können. 15 Runden, das ist zu viel. Die liegt ja dann so lange brach, die Provinz, ne? Da sind wir wieder in Sardinien. Da warten wir nochmal, wie gesagt. So, hier können wir nämlich Geld für Lauer, ja. Eine Runde fertig, kostet keinen Platz. Das nehmen wir sofort mit. Und jetzt sind wir hier auf Zeuges. Warum ist das jetzt hier so umrandet? Mit Zeit und Mühen können Elefanten trainiert werden, dem Stress des Schlachtfeldes besser standzuhalten. Bringt Ausrüstung. Bringt Kultur. 5 Runden. Infrastruktur 1 und kostet keinen Bauplatz, ne? Zeuges war diese Provinz hier oben, ne? Genau. Mannstärke. Gesundheit. Und 2 Plätze nur noch frei. Verfügbare Gebäude, Rednertribüne, Straßenräder, Taverne, Freudenhaus. Das ist halt die Basis für kulturelle Entwicklung, dieses Gebäude, ne? Verfügbare Gebäude, Übungsplatz, Rüstungsschmied, Meisterpfeilmacher, Waffenlager, Pferdestelle, römisches Lager, Söldner. Handfeld kann bereits importiert werden. Fehlt hier. Gesundheit und Mannstärke. Salzhaus, Räucher, Sanitäranlagen, Meister, Kräuterkundler. Sollen wir hier auf Militär gehen vielleicht? Wir brauchen ja auch irgendeine eine Rüstungsschmiede der Nation. Vielleicht wird das einfach Zeuges. Bevölkerung 6, 8, ja, machen wir so. Dann sind hier die Würfel gefallen. Es dauert nur eine Runde und dann bauen wir als nächstes den Triumphbogen, um die Kultur hier zu verbessern. Und nee, okay. Gut, dann Sardinien. Vier Nahrung. Eine Infrastruktur, 3 Gold. Bringt natürlich jetzt militärisch, verteidigungstechnisch nichts. Küstenmarkt, Handlerviertel. Also Sardinien hier zu einer Handelsregion auszubauen, ist glaube ich nicht verkehrt. Gesammelte Dekadenz pro Runde, Größe der Nation. Also hier müssten wir auch mal gegensteuern, aber bestimmt nicht damit. Wir bauen mal einen Garumladen. Denn, also hier liegt auch die Hauptstadt, also hier liegt jede Menge in Reichweite. Machen wir mal so. Okay. Machen wir mal weiter. Flachsfeld wurde in Zepter abgeschlossen. Klares Wasser wurde in Zeuges gebaut. Pferdestelle in Afrika. Und Ypsatium. Okay. Kooperation warten wir noch. Krieg mit Saguntum und Lusitana. Möchte eine Kooperation. Die sind aber mit den Iberern im Krieg.
lehnen wir ab. Möchte kooperieren, das können wir, da können wir zustimmen. So, wie sieht's denn sonst so aus? Was haben wir denn hier? Ich will mal schauen. Was haben wir denn überhaupt für eine Handelsreichweite? Schaut mal. Ja, also das macht schon Sinn auch hier eventuell. Sparta hat sich hier wunderbar entwickelt. Epirus. Mal Beziehungen. Muss man echt hier von Grund auf aufbauen, die Beziehung, ne? Was haben wir denn hier? Feigen, Waffen, Marmor, Farbstoffe, Flachs, Nüsse. Das können wir, glaube ich, brauchen. So, da, hier. Nüsse, Farbstoffe, Bombe, Teer, Werkzeuge, Wein, Getreide. Vieh kriegst du nicht. Aber wir produzieren doch hier Vieh, aber das wird schon woanders hin exportiert oder was? Nee. Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, schauen wir mal weiter. Hier ist schon viel zu holen. Silber, Marmor. Ich glaube, Marmor produzieren wir bald selber. Kohle. Wo ist Teer? Kohle. Das ist irgendwie so eine schwarze Pfütze, Teer, ne? Na gut, ich würde sagen, wir werden uns mal mit den Griechen gut stellen. Wir gucken mal, wie es aussieht mit Sparta, wie die mit Rom. Oder generell, wir gucken einfach mal, was Rom hier so für Trouble hat. 41. Ah, da haben sie noch gar keine Aktien hier. Okay, wir werden mal... einen gesamten Minus. Wir befürchten, dass er mit billigen Handelsgütern überschwemmt wird. Oh Gott, okay. Alles nicht so gut aus. Ich habe jetzt auch keine Kohle, da so viel Geld reinzubuttern, ne? Kooperation, hier. Tarent. Wir sind keine Nachbarn, ja und? Wir wollen auch handeln. Was gibt's denn? Ja, da gibt's halt nichts, ne? Feigen. Okay. Dann, es laufen alle diplomatischen Verhandlungen, die so laufen sollen. Das ist halt echt ätzend hier. Nächste Runde. Sollen wir es riskieren? Sollen wir es riskieren? Wir verlegen die. Zack. Und wir verlegen auch die Flotte hier hin. Nee, warte mal, das ist anders. Wir machen da jetzt einen schnellen Schlag halt irgendwie und knipsen die schnell aus, bis da auf Sardinien Ruhe ist. Ich hoffe mal nicht, dass die jetzt irgendwie hier angreifen, ne? Das macht mir hier auch wirklich Sorgen. Okay, dann würde ich sagen, wir sind hier am Ende des Zuges angelangt. Was passiert? Ah ja. Ich glaube, im Westen, da haben wir so ein bisschen, das hat sich ein bisschen beruhigt.
So, Karthago ist weiter eins nach oben gerückt. Das freut mich sehr. Ich würde mich des Weiteren sehr über einen Like freuen. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das doch mal. Da kannst du B-Seiten-Gamer werden, wenn du rechts unten auf den Knopf drückst. Ja, und lass mir doch deine Ideen, deine Gedanken zu diesem tollen Spiel hier in den Kommentaren. Das interessiert mich wirklich sehr, wie ihr dieses Spiel bis jetzt findet. Wie findet ihr Imperator Rome im Vergleich zu diesem Spiel hier? Oder seid ihr sogar eher der Total War-Typ? Es würde mich sehr interessieren. Ansonsten hoffe ich, dass du nächste Folge wieder einschaltest. Das wird, glaube ich, ziemlich spannend jetzt. Und wie gesagt, wir werden bis zum 11. Ich gucke mal, dass ich 2 Folgen am Tag irgendwie schaffe, einfach um denen ein bisschen gerecht zu werden, dass ihr einen möglichst umfassenden Eindruck hier habt von diesem Spiel bei Release. Ich bin der Basti, ich bin hier raus. Macht's gut, ciao, ciao.